Aber sind wir hier auch wirklich in Trubelstadt? Ja, das ist die heutige Frage, meine lieben Freunde. Denn wir sind im letzten Part aus dieser, ich würde mal sagen, langen Höhle gekommen oder geflohen oder, ne? Haben die weite Reise hinter uns gebracht und sind jetzt auf oder vor einer Stadt, ne? Auf dem Weg zu einer Stadt oder vor einer Stadt. Und ob das auch Trubelstadt ist, das werden wir heute wohl feststellen. Aber was es ist, egal was es sieht fucking schön aus. Wir haben schon ein paar Pokémon gesehen und heute werden wir die Stadt erkunden. So. Willkommen zurück, übrigens. Am besten fragen wir ein bisschen rum. Hallo du da, Großmütterchen. Du bist aber ein freches Kind. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Oh, Entschuldigung. Daneben Tante. Also Tante, ist das hier Trubelstadt? Ganz recht, Kindchen. Tante zum ersten Mal hier? Kinder sollten aber auch immer mit ihren Eltern unterwegs sein, um sich nicht zu verlaufen. Ach, Granbull, Snubbull, Granbull, Snubbull. Snubbull was? Sei doch nicht immer so grantig. Wunderbar, wir sind in Trubelstadt. Komm schon, Sifi. Okay. Also, das ist also Trubelstadt, hä? Erinnere mich ja vom Namen her an Jubelstadt. Und was das wohl liegen mag. Auch hier haben wir wieder einen Restladero. Oh, und hier ist... Oh, hier ist Klefki. Ich betreibe hier den Schlüsseldienst. Schatzbox öffnen. Wollen wir die Schatzbox öffnen, Freunde? Info. Schlüssel öffne ich jede Schatzbox in der Tülle Kostbarkeiten. Wäre schlimm, wenn es nicht anders wäre. Berufung einer... Okay, okay. Also, Klavion hat für jede Schatzbox den passenden Schlüssel. Und deswegen würde ich sagen, wir öffnen die harte Box. Kostet 250 Poké-Dollar. Aber das soll es uns wert sein. So, eine harte Box also. Dann leg mal los, du wirst Augen machen. Klick, klack. Klack die, klacke die, klack. So soll das nicht klick die, klack oder so sein. Schwupps, offen. Was war drin? Goldbarren. Hast du noch, sonst noch einen Wunsch? Also ich gebe dir 150 Poké-Dollar, damit ich einen Goldbarren zurückbekomme, der wie viel wert ist noch gleich? Okay, egal. Guten Tag, Frau Krabox. Was führt Sie denn hierher? Ach, ich mache nur ein paar Besorgungen. Lil. Oh. Da ist anscheinend ein Dorfplatz oder ein Stadtplatz. Wow, hier gibt es jede Menge Geschäfte und so. Und irgendwo in dieser Stadt muss das Hauptquartier des Forscherteams sein. Machen wir uns auf die Suche, Sephiron. Aua! Autsch, das hat ganz schön wehgetan. Was stehst du hier auch mitten im Weg rum, Bitch? Hey, ihr seid doch noch Kinder. Euch sehe ich hier zum ersten Mal. Aber ihr kommt mir gerade recht. Ich bin Rockaiman. Man nennt mich auch den Schrecken von Trubelstadt. Habt ihr zwei Bares dabei? Ach klar, habt ihr das. Los, her damit. Was? Ist das etwa ein Überfall? Komm schon, nur ein bisschen Kleingeld. Oder muss ich erst handgreiflich werden? Da Fuck. Oh je. Haben wir so eine Szene nicht schon mal erlebt? Also nochmal jemanden aufnehmen in unser Team können wir nicht. Was geht hier eigentlich ab, Mann? Ach, egal. Zurück zu euch beiden. Lasst endlich eure Kohle rüberwachsen. Wie wär's mit aus dem Weg gehen, Leute? Was los mit euch? Verflixt! Was ist jetzt langsam mal? Jetzt ist mir irgendwie die Lust vergangen. Ich verzieh mich ins Café und gönn mir einen kühlen Saft. Bruder. Du bist ein Unlicht-Pokémon. Eine Kraftwelle und du bist weg, mein Freund. Okay. Sieht so aus, als wären wir fürs Erste sicher vor diesem Kerl. Aber frag mich nicht, was... Ach komm, egal. Suchen wir weiter nach dem Forscherteam. So, also... Was zum Teufel bist du denn? Ich möchte zur geheimen Tür.
Sucht-Dungeon im Quapo-Flüsschen, zusammen mit Yorklef. Und die versperrte Tür. Okay, und der... Und der glänzt irgendwie. Anliegen prüfen und... Achso, wir haben schon angenommen, mehr oder weniger, ne? Okay. Ihr habt mir irgendwas gesagt, von wegen, dass die glänzenden Pokémon irgendwelche speziellen Pokémon sind? So Star-Pokémon oder irgendwie... Ne? Oh, was ist das denn? Ein Top-Elixier! Ein Appell-Orb. Was ist das denn? Willkommen beim Lapras, was interkontinental. Auf dem Rücken übers Meer rüberbringen. Pässe für meinen Fährdienst gibt es in Keckle und Sladen zu kaufen, aber wenn ihr mich nicht irre, seid ihr beiden noch Kinder, stimmt's? Kinder müssen immer mit Begleitung eines Erwachsenen reisen. Okay. Was machst du denn hier? Willkommen in Echnatols Goldtausch, wo du Goldbarren gegen Geld oder Items tauschen kannst. Bring deine goldig glitzenden Schätzchen ruhig zu mir. Ja, immer her damit. Gegen Items tauschen. Belebersamen, 5-mal. Perfekter Apfel. Was macht ein perfekter Apfel? Vollständig. Außerdem erweitert das Magenvolumen die Dauer für das Abenteuer stark. Okay, das ist also ein perfekter Apfel, hä? Goldring. Was macht ein Goldringel? Ein schön leuchtender Ringel ohne besondere Wirkung. Mithilfe des Zipale lässt sich... Bringt im Laden viel Geld ein, okay? Maxi-Donut. Was zum Teufel ist ein Maxi-Donut? KP-Angriff, Verteidigung, mit etwas Glück steigt mehrmals. Dies hält auch nach dem Dungeon-Aufenthalt an. Okay. Okay. Schokolade. Das ist genau dasselbe, oder wie? Blütenkeks. Okay. Top-Speichergerät. Ressladero-Medaille. AP-Brause. Genauigkeit-Brause, Stärke-Brause. Was zum Teufel sind diese Items? Dies halt auch nach dem Aufenthalt an. Stärke zuletzt eingesetzte Attacke. Okay. Calcium-Protein. Alter, hier gibt's Attacken? Käfertrutz, Widerhall, Energieball, Spukball, Donnerblitz, Eistrahl, Finsteraura, Zerschneider, Matschbombe, Schutzschild, Bodyguard, Naturkraft, Dampfwalze, Fokusstoß, Schlammwoge. Alter. Easy einen Fokusstoß, Digga. So. Ja, ich will Fokusstoß lernen, Digga. Aber kann ich die Attacke sehen? So, Sephiron kann es lernen. Okay, wer noch? Dragoran und Raichu, Macholo, Letarking und Relaxo auch, okay. Aber wie stark ist denn die Attacke? Sortieren. Nee. Filter? Nee. Ich will gucken, wie krass die Attacke ist. Einzelnachweis. Okay. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber egal, ich glaube, ich hole mir Fokusstoß, weil ich glaube, die Attacke ist ziemlich krass. 2 Goldbarren? Okay. Heilige. Ja, dann sind wir jetzt unsere Goldbarren los, ne? Gegen Geld tauschen. Ach, du hast gar keine Goldbarren. Oh, schaut euch mal den Sprite von Echnatol an da. Du hast gar keine Goldbarren. Richtig Agro-Boy. Okay, wir haben 2 Goldbarren und jetzt haben wir einen fucking Fokus-Blast, Alter. Die stärkste spezielle Kampfattacke, die es gibt im Spiel. So, wow. Warum haben wir so viele Belebersamen, bitte? Und wo ist die Attacke? Hä, bin ich gerade dumm? Warte mal, Items. Ablegen. Plosivscham. Schneidzweig. Spezial. Ich muss mal ein paar Sachen ablegen, sonst check ich nichts mehr. Mini-Belebersamen. Belebersamen, 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 Belebersamen.
1, 2, 3, 4, 5. Hä, warum bekommen wir 5 Belebersamen? Ich wollte gar keine... Warte mal, du hast mich gerade betrogen, oder? Du kleiner Wichser. Hä, ich hab doch Fokusstoß gekauft! Hab ich keinen Fokusstoß gekauft? Ich hab doch... Seit wann habe ich 5 Belebersamen? Und vor allem Belebersamen hätte ich ja nur einen Goldbarren benötigt. Ein Fokusstoß 5, oder wie? Ja, aber da müsste ich ja noch einen haben, oder nicht? Ich habe eine Belebersamen und eine Risladero-Medaille bekommen. Für die beiden Goldbarren. Das wollte ich gar nicht, Alter. Ich habe nie gesagt, dass ich die beiden Sachen will. Ich verstehe es nicht, Alter. Ich muss mir das in der Aufnahme nochmal ansehen. Das ist ja richtig der Betrug, Mann. Dieser Wichser. Alter, dieser Wichser. Ich will diese Scheiße nicht. Kannst wieder zurücknehmen, Alter. Oh, Junge. Sorry, Leute. Ich bin gerade etwas, ne? Bin gerade etwas pisst, Mann. Was dieser Wichser, ey. Naja. Alles gut. So. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier das Café, ne? Hier müsste Rockheiman drin sein. Hey, was soll die von mir? Ich bin heute nicht in Stimmung. Verpisst euch. Oh, da ist Brutalanda. Er kommt ein Feuer zu spüren oder so. Okay. Was kann man denn hier noch machen? Wir haben hier Mauzi. Was zum Teufel macht Mauzi? Die Daten von Mauzis Filmpalast. Dungeon. Okay. Ein Abenteuer. Warte mal. Nein, hä? Das wollte ich doch gar nicht. Ein Abenteuerfilm? Okay, das muss ich mir mal ansehen, wenn ich offscreen irgendwie, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich nicht so interessant. So, Skontank, Geradax. Lorblatt, was haben wir hier noch? Hier haben wir gar nichts. Okay, also hier ist nichts mehr, soweit. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich gehe mal davon aus, dass hier... Damn. Das sieht aus wie das Schloss von Mickey, Alter. Das Gebäude ist ganz schön abgefahren. Ob das wohl das Hauptquartier... Ja, rate mal. Mal sehen, was auf dem Schild steht. Hauptquartier des Forscherteams. Besucher sind herzlich willkommen. Hausiere dagegen... Was? Hausiere dagegen weniger. Im Gegenteil, dadurch fühle ich gerade... Aha, okay. Okay, hier ist also das Hauptquartier der... Okay... Ist irgendjemand hier? Komisch, es müsste eigentlich irgendjemand da sein. Vielleicht finden wir ja in einem Zimmer, in einem anderen Zimmer jemanden. Schauen wir uns einfach ein bisschen um. Okay. Hier ist niemand. Das soll die Hauptzentrale sein von den ganzen... Hä? Das ist richtig leer hier. Was ist denn hier oben? Sieh mal, Sephiron. Da hast du etwas zu sehen. Das ist eine große Karte. Das ist der Katschak-Turm. So sieht er also aus. Zumindest denke ich, dass er es ist. Sieh nur. Manche der Orte sieht man klar und deutlich. Andere wiederum erkennt man kaum. Großen Wolken verdeckt. Eine außergewöhnliche Karte. Oh shit. Was ist hier denn auf einmal los? Diesmal kommst du nicht davon, Flauschling. Lernst du denn nie dazu? Ist dir denn nicht mal bewusst, was du anrichtest, Flauschling?
Versprichst du mir das nie wieder zu tun? Das kann ich nicht. Das kann ich nicht versprechen, die denn. Damn. Oh, shit. Die denn ist aggro. Der Kaczak-Turm. Oh. Damn! Muss nicht gleich so ausrasten, Alter! Ich meine, Süßigkeiten, okay, ich kaufe dir Süßigkeiten, wenn du willst. Meine Güte! Ja, mein ganzer Schweiß und all meine Tränen, alles umsonst! Flapterix, zum Jammern ist jetzt keine Zeit! Bammelin hat recht! Im Moment bin ich wütender wegen unseres Essens. Bist du dumm? Oh je, mein Magen! Ich spüre wieder, wie er sich qualvoll zusammenzieht. Ich kann nicht mehr. Ich falle um vor Hunger. Was? Ey, wieso das denn auf einmal? Genau, wir sind doch diejenigen, die nichts gegessen haben. Okay. Die sind hungrig anscheinend. Wir sind die Mitglieder des Forscherteams. Nur wurden unsere gesamten Essensvorräte von diesem Vielfraß aufgegessen. Okay. Wir kümmern uns darum. Ja, ist klar, Alter. Hä? Das ist richtig strange, Mann. Richtig strange. Okay, Leute, dann gehen wir eben zu dem... Oh. Zum Marktplatz und kaufen ein, aber anscheinend... Alter! Was haben wir denn da gekauft, Mann? Wie viel Kohle haben wir? Haben wir den ganzen Saft gekauft? Sorry Leute, ich bin ein bisschen müde, ist schon wieder spät am Abend. Und hier fliegt eine Mücke rum. Das ist ja charmant. Das sind alles Geschenke vom netten Pokémon, der seine Reisen zu uns geführt hat. Besichtigen Skoppel führt euch gerne rum. Heute ist es spät. Skoppel müde. Noch ein Tag. Nein, wir sind hier, um das Hauptquartier zu besichtigen. Wir sind hier, um euch zu arbeiten. Wir wollen Mitglied werden. Ihr wollt aufgenommen werden? Wir würden den Wunsch ja gerne erfüllen. Immerhin stehen wir in eurer Schuld. Aber das wäre gegen die Regeln. So ist es, Kinder in unserem Forscherteam verboten. Ey, Digga, du bist selbst doch... Guck dich mal an, Mann, wie cool, wie klein du bist. Tut uns wirklich leid, das wissen wir bereits. Aber könnt ihr nicht eine Ausnahme machen? Wir würden einfach alles dafür tun. Bitte nehmt uns auf. Alles klar, ihr dürft mitmachen. Flauschling, easy. Du kannst das nicht einfach entscheiden. Ja, die Entscheidung liegt beim Teamleiter. Das weiß sogar Skoppel. Und du bist nicht der Teamleiter, Flauschling. Der Teamleiter würde bestimmt genau das Gleiche sagen, wenn er hier wäre. Alles klar, ihr dürft mitmachen. Oh! What? Ampharos ist der Teamleiter? Der Teamleiter! Und Flunkiefer! Willkommen zurück! Hallo zusammen! Da, Ampharos, was machst du denn hier? Ihr seid die beiden Kinder aus Ruhena, oder? Lange nicht gesehen. Alter, easy. Easy! Krass. Das ist also der Teamleiter. Ein richtiger Lappen. Naja, eigentlich nicht, ne? Er hat die Quapo-Brüder ja einfach mal weggeboxt, der Boy. So. Okay, verstehe. Peinlich. Tja, dann hilft nur eins. Das Verbot mit dem sofortiger Wirkung abgeschafft. Okay. Versteht die Welt nicht mehr. Ja, da gibt's... Das Verbot aufgestellt, kann ich es wieder abschaffen. Ja, ist so, ne? Wenn es selbst aufgestellt hat. Wenn das der Teamleiter sagt, sind alle mit der Entscheidung auf einverstanden. Dann ist die Sache besiegelt. Hiermit darf ich feierlich unsere Mitglieder begrüßen. Aus Ruhenau. Bitte seid nett zu ihnen. Alter, easy mal aufgenommen. Und jetzt haben wir so ein richtig fucking huges Castle als Zuhause. Nice. Ich bin Bammelin, einer der Forscher hier. Mein Spezialgebiet ist die Forschungsarbeit auf und im Wasser. Und jetzt ich.
Mein Name ist Flapterix, ich bin auch Forscher. Ich bin hier für die Luftaufklärung zuständig. Dabei kann ich gar nicht fliegen. Du kannst nicht fliegen? Oh mein Gott. Als nächstes bin ich dran. Ich heiße Didenne. Ich kümmere mich um den Funkverkehr, aber meine Schnurrhaare kann ich mit... Mich mit euch in Verbindung setzen. Freut mich, euch kennenzulernen. Jetzt ist Skoppel dran. Skoppel ist auf unterirdischen Forschungsarbeiten spezialisiert. Und ich, ich bin Flauschling. Ich stehe hier den lieben langen Tag am Herd. Meine Arbeit ist es, euch alle zu bekochen. Aber meine Kochkünste sind so fein, dass ich manchmal schwach werde. Nice. Ich bin Flunkiefer, meines Zeichens Archäologin. Ich stelle Forschungen und zur Weltgeschichte dar. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt mich einfach. Gut, dann bilde ich das Schlusslicht. Wie ihr inzwischen wisst, bin ich Ampharos, der Leiter des Forscherteams. Mein Motto? Mit Style und Stil zum Ziel. Oh yeah, du bist ein fabulous Motherfucker, vor allem in deiner Mega-Entwicklung, Digga. Willkommen im Team. Dankeschön. Nice. Schlusslich, hast du noch ein Teammitglied vergessen hier? Ach ja, er ist um diese Uhrzeit, bestimmt schläft er schon. Ich stelle ihn euch vor bei Gelegenheit. Okay, wer zum Teufel mag das sein? Dass du der Leiter des Forscherteams bist, aber hast du ein Gegenteil behauptet? Arbeitest du für das Forscherteam? Nein, tue ich nicht. Echt? Wirklich nicht? Damals hast du doch gesagt, du würdest nicht für das Forscherteam... Ja, ich arbeite nicht für das Forscherteam. Das Forscherteam arbeitet für mich. Ich bin schließlich der Teamleiter. Lol. Und mit meinen Untergebenen. Läuft. Das war jetzt ganz schön gemein. Unprofessionell wie ich. So einem Sklaventreiber wollte ich eigentlich nicht arbeiten. Morgen, ey. Oh Mann. Oh mein Gott, was ist das für eine Truppe hier? So, kommt Esmeralda, ich zeige euch euer Zimmer. Okay. Moment, seid ihr jetzt etwa wirklich böse? Geht am besten langsam mal ins Bett. Alles klar. Gute Nacht, Ampharos. Aber Ampharos. Oh je. Nicht im Stich lässt, den habe ich jetzt nicht verstanden. Oh je, oh je, oh je. Kein Fehler erlauben. Solange ich mit deiner Kraft unterstütze und auf sie aufpasse, wird alles gut gehen. Okay. So, da wären wir. Wow. Ihr habt Glück, dass wir... Ja klar, ein Zimmer für uns frei haben mit zwei Betten und so. Darum ist er eigentlich groß genug für euch beide sein. Sag mal, Didenne, war das vorhin ernst gemeint, dass ich wirklich... Ach das war doch alles nur Spaß. Keine Panik. Ihr verlässt niemand das Team. A Running Gag. Da bin ich aber beruhigt. Ihr seid bestimmt schon von einem... Tritt auch langsam einen Heimweg an. Wohne nämlich nicht im Hauptquartier. Aber wenn es irgendwas gibt, helfe ich euch gerne. Okay, warum wohnt ihr nicht im Hauptquartier? Das ist so blöd. Ne? Wir haben es geschafft. Wir sind waschechte Mitglieder des Forscherteams. Wir haben es wirklich geschafft. Juhu. Oh je. Aber halt. Ich will keine Ärger kriegen. Wir sollten etwas leiser sein. Es ist schon ziemlich spät. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind Teil des Forscherteams. Heute sollten wir schnell schlafen gehen. Morgen erwartet uns nämlich viel Arbeit. Oh yes. Und was uns morgen erwartet, meine lieben Freunde, jetzt, wo wir endlich in Trubelstadt sind, im Hauptquartier des Forscherteams von Ampharos, das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Lasst den Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein, Freunde, und bis bald, euer Sephiroth.